Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! So, gut, dann mache ich mal, ja? Ja, mach mal. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online! Mittlerweile die dritte Folge und der zweite Teil des ersten heißt. Das ist, ist eine richtige. 3, 2. Ja, das lasse ich, das schneide ich nach vorher rein. Entweder die Witze vorher überlegen oder keine Witze bringen. So. 3, 2. So. 3, 2. Okay, zusammen. Jetzt drei. Mach, ja. Ich bin jetzt ernst. Nein, Detlef. So, hab ich's jetzt richtig gesagt? Nee. Jetzt hast du es gar nicht so, glaub ich. Was hab ich? Was hab ich? Mach einfach. Mach einfach. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online. Mittlerweile die dritte Folge und der zweite Teil des ersten heißt. Ja, und diesmal geht's um die Vorbereitung. Vorher war die Planung, jetzt geht's um die Vorbereitung. Das heißt, wir müssen, so wie es hier steht, einen gepanzerten Fluchtwagen beschaffen. Und ja, sonst steht da eh nichts. Ja, und zwar wieder mit... Ach so, ja, stimmt. Also jedenfalls wie beim letzten Video, das hast du überhaupt nicht. Ja, ich weiß nur mit... Mit dabei, David und ich. Dann mach mal. Gut, ich drücke jetzt auf Mission starten. Moment, Achtung. Ja, mach mal. Krass, wie viel da passiert, ey. Ja, oh. Erstmal. Ach, jetzt so. Ja, lol. Ja, erstmal nichts passieren. Warte auf Horst. Nein, nicht Munition für alle kaufen. Boah. Alter. Ich kann. Wieso kostet doch nur 30.000 oder so? 64.000. Oder bei wie viel sind wir inzwischen? Oh, 64.000. Okay. Nein, aber ich habe schon gedrückt gehabt, aber wenn man gedrückt hält, dann, dann erkennt er das noch nicht. Erst wenn man wieder loslässt. Hm. Und ich habe halt gedrückt gehalten und bin nach oben gegangen und bin halt bei Munition für alle kaufen stehen geblieben. Aber ja, ich habe das, ja. Tja. Warum muss ich eigentlich auf die Karte? Weil ich muss ja, ich lasse das einfach mal so, ja. Ich habe keine Ahnung, was mir jetzt umstellen muss. Mhm. Ja. Mhm. So, es kann sein, dass ich jetzt gleich nochmal Hallo und herzlich willkommen sage. Aber nein, sage ich nicht. Warum? Nein, ich dachte vielleicht, jetzt kommt jetzt nochmal so ein Startding. Kleidungsstil. Straße. Freizeit. Rebell. Straße. Ach so. Hm. Ja, hier sind wir mal Rebell heute. Ganz rebellisch. Nee, warte. Warum soll haben wir uns überhaupt Masken kaufen müssen, wenn wir die jetzt hier eh auswählen können? Ja, aber meine ist nicht dabei, die ich mir gekauft hatte. Na super. Weißt du nicht, dass sich das scheiße anhört, wenn man immer nur so ein Klacken hört und ein Rauschen im Hintergrund? Bei mir das? Ja, bei wem sonst? Hörte ich aber bei dir auch gerade, oder? Aber ich habe nicht drauf geachtet. Ja? Ja. Okay. Ja. Ja, ich überlege noch. Jetzt. Meine Frisur, Alter. Du schaust, also es könnte, würdest du einer Motorradgang angehören. Ja, aber echt. So, jetzt kannst du ja auch mal... Ja, das habe ich eh schon vom Apartment aus gesehen. Ja? Vielleicht muss ich auch nicht immer bei dir mitfahren. Pff.
Ich hab gerade auf die Karte geguckt. Wenn du so langsam fährst, fahr ich hier dort drauf, Mann. Warte mal. Okay, also wir müssen Masken und wir können entweder laut auf sie zustürmen oder uns anschleichen. Okay. Krass. So, ich parke natürlich viel richtiger als du. So, macht man jetzt nochmal die Masken an. Ach ja, ja, ich weiß eh. Inventar, ne? Inventar! Accessoires! Ja, Maske. Wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, schaue ich echt scheiße aus. Ja, das sowieso. So, also, sie sind an der Nordseite. Wir können entweder über die Südseite leise reingehen oder über die, was war's? Ost, Nord, Süd? Nein, Süd haben wir schon. Ja, ja. Also ich ziehe mir als Maske einfach mal ein Headset auf, ja? Aber ist das die Maske? Nein. Oder schaust du aber viel cooler das aus? Das kann ich mir aber bei Raub auswählen. Mit was? Also ich... Achso, ja, das sowieso. Oder das Handschuhe? Das weiß man ja. Ja, klar. Okay. Ja, gut, dann lege ich meinen Controller weg. Und meinen Stift und meinen Zettel. Alter. Was? So. Wir gehen an der Südseite hoch. Wo ist es? Du siehst aus, als ob du bist. Ja, ja. An der Südseite hoch. Wenn die Südseite, wenn sie an der Nordseite sind, nie ohne Socken wandern. Was? Achso, okay. Also ich Südseite dachte, ist hier. Habe ich das richtig verstanden? Du weißt, dass du einen Norden auf der Karte hast. Ja, ey. Ja, aber es... Ja. Das heißt Süden? Ist gegenüber. Ja. Was? Süden ist gegenüber von Norden? Was? Ja, habe ich gerade durch den kleinen Trick. Hör mal auf, so abzuhauen von mir. Also ich sehe überhaupt nichts. Was siehst du nicht? Nix! Achso. Was, du siehst nix nicht? Ja. Ja, lass uns jetzt einfach mal dein Auto holen, wa? Ist wahrscheinlich ganz oben, ja, oder? Aber da warten Leute, haben sie gesagt. Ja, ja. Hey, bist du eine Etage über mir? Soll ich mal warten? Achso. Ja, hab ich doch ihm gesagt. Ja, aber ich dachte, du hast mittlerweile aufgeholt. Ja, hab ich ja, aber... Vergiss es. Mensch, wie hoch ist das? Ja, wir sind schon da. Warum sind wir nicht einfach hier hochgefahren? Sind sie da schon? Ja. Alter, sind da viele. Ja, bevor du ballerst, stelle ich mir in Deckung. Ja, ja, bin ja schon dabei. Gut, bereit? Warte, Sekunde, ich gehe jetzt noch auf die andere Seite. Ich hoffe, dass das keine Zivilisten sind, da direkt... Ach, scheiß drauf, es geht ja. Gut. Ja, 3, 2, 1, go. Alles klar. Ja, lol, jetzt habe ich einen Hänger. Was, ernsthaft? Aber... Ja, ja, jetzt geht's wieder. Nein, jetzt geht's wieder nicht. Geh mal in Deckung. Alter, Alter, ich bin halt tot. Wegen diesem scheiß Ruck dann. Aua, 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 aua! Ich bin fast down. Wenn ich mich richtig entsinne, wenn ein Teammitglied stirbt... Ah nein, wir haben ein Leben. Okay. Ja. Bisschen doof, dass wir keine Granaten werfen dürfen. Dürfen wir nicht? Ach ja, stimmt, wir dürfen das Auto nicht machen, ne? Ach, lol. Ja, jetzt muss ich natürlich nachladen. Da habe ich ihn. Da ist er down. Lebt er da noch? Ja. Ja, wir dürfen nicht so aufs Auto schießen. Oder ist das eh gepanzert?
Ja, ich überlasse erstmal, ich sammle inzwischen Geld ein, ne? Ich auch. Gut. Ich hab das Auto. Hinter uns, ja. Schieß! Was? Das sind eh gepanzert. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich hab wieder einen Bug. Du kannst nicht schießen, oder was? Oh, das ist aber... Aua. Wie sind das für einer? Ja, warte, dann... Aua! Versuch das Auto nicht so sehr zu beschädigen. Okay, wir sind draußen. Endlich mal ja, das Gelände, das ich mag. Alter. Hier ist ja fast jedes Auto im Gegner, Alter. Und ich kann nicht gescheit zielen. Aber jetzt ruckelt es. Alter, wollt ihr mich... What the fuck? Alter. Ja, da ist ein Auto, das kein Gegner bei mich reingefahren. Oh. Also tut mir leid, ne? Ich kann überhaupt nichts machen. Ja, ich fahre hier gerade meine Sachen zusammen. Ja, oh, Probleme. Alles klar. Alles okay. Haben wir eigentlich noch alle Reifen? Ja. Aber ich mag das Auto. Hat ja super geklappt. Karim Kuruma. Ja. Aber hat ja super geklappt mit dem nicht kaputt machen, wa? Ja. Alter, was hatten die für komische Schuhe an? Sieht das so aus? Die ist allgemein komisch ein bisschen. Leck mich. Vorbereitung bestanden. Das war's jetzt auch schon. Hm? Hallo, wir sind in der ersten Mission, was erwartest du? Ja, ey. Es regt... Oh, Level 25, yay. Das mit dem Bug regt mich doch. Nein, gar nicht. Hä, hey, ich rauch doch gar nicht. Hat noch bis Level 25 gefehlt. So, erstmal Geld einzahlen, Alter. Alter, habe ich gerade viele Nachrichten bekommen. Und ich habe ja, $15. Ich habe $8,400. Warum hast du denn nur $18? Ja, 15. Ja, ist ja fast das gleiche. Ich habe keine Ahnung. Tja. Ja, würde ich aber trotzdem sagen, wir beenden hier wieder die Folge. Ja, immer kürzer. Ja, hoffentlich wird der nächste heißt. Also der richtige, das Finale sozusagen, hoffentlich wird das dann. Entsprechend. Oh ja. Das trifft sich aber gut, dass wir das hier jetzt beenden können, denn ich kann ja dann endlich den Bug fixen. Den bescheuerten. Ja, in der Tat, ja. Ja, Wo bist du? Da bedanke ich mich an dieser Stelle. Ich stehe doch vor dir. Hier. Wo? Ich sehe dich nicht. Alter, jetzt habt ihr mit Typ mir die Tür abgefahren. So. Ja, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!